So, guten Morgen, Leute. Wir wandern heute zum Ella Rock. Zwar ist es gerade 7.45 Uhr. Wir wollten eigentlich 7 Uhr los. Es soll gar nicht so einfach sein, zu diesem Berg zu kommen, weil es keinen offiziellen Weg gibt, keine offizielle Wegbeschreibung. Aber im Internet gibt es diverse Wegbeschreibungen oder ja sogar Google Maps Trackrouten. Wir versuchen da jetzt mal ein bisschen nachzulaufen. Wir sind jetzt schon in der Bahnstation hier in Ella. Und laut Route sollen wir jetzt erstmal die Schienen entlang laufen. Die Strecke soll 10 Kilometer lang sein, angesetzt sind irgendwie 3 Stunden. Ja, diesmal sind wir vorbereitet und zwar haben wir uns diesmal langärmlich angezogen. V-Shirts. Und den Hals ein bisschen abgehangen, weil bei diesem Mini-Adams Peak haben wir uns so dermaßen verbrannt. Ist unberechenbar, die scheint gar nicht so sehr, die Sonne hier, aber reicht auf jeden Fall aus. Bahnschienen. Allerdings läuft man eigentlich auch 90% auf den Bahnschienen. Es gibt gar nicht so richtige Trampelpfade rechts und links daneben, aber es ist ganz okay. Ja, ist ein bisschen tricky zu laufen. Die Abstände sind ein bisschen gering. Man muss aufpassen, dass man nicht umknickt. Ne? Ja, das stimmt. Übrigens die Bahnhaltestelle Kita Ella Railway. Das ist die entgegengesetzte Richtung zu der eigentlich schönen Brücke. Wir sind gestern zwar einen anderen Weg gegangen zur Brücke, aber wenn man an den Bahngleisen steht, biegt man links runter, springt am Ende runter, wie wir es gerade gemacht haben, und dann zieht man durch bis zur nächsten Haltestelle. So, wir haben die ersten falschen Guides gesehen, die wollten uns vor der Bahnstation schon links ablotsen. Vor einer ganzen Horde. Da vorne stehen die nächsten zwei, ich bin mal gespannt. So, und wir sind an der Bahnstation. Das ist Kita Ella Kita Lela Railway. Da müssen wir jetzt noch ein Stück weiter. So, hier sehen wir einen Hinweis. Das ist die 166,5. Man soll zwischen 166,5 und 166,25 gleich eine Linkskurve machen. Leute, das ist wie bei Harry Potter am Gleis 9¾. Wir rennen gleich durch eine Wand. Da vorne ist das Schild 166,25 und laut Beschreibung müssen wir hier links abbiegen. Also wer spät losläuft und wem es zu warm ist, der kann sich da unten drin erfrischen. Sieht glasklar aus. Ist ganz schön. So, man liest im Internet auch, dass es viele falsche Hinweise gibt. Nearest Road to Ella Rock. Aber man soll hier hoch. Der sieht zwar ein bisschen einladender aus, der Weg, aber wir gehen jetzt hier links Richtung Teeplantage.
So, wir haben eine kleine Gabelung. Und zwar jetzt hier so ein bisschen Berg runter. Und hier ein bisschen Berg hoch. Und da wird es ein bisschen dichter. Wir biegen mal rechts ab. Wir hoffen, dass es richtig ist. Linda sagt gerade, hier sind so viele Abdrücke von Trekking-Schuhen, das kann nur richtig sein. So, wir haben eine Gabelung, wissen gar nicht so recht, wo wir lang müssen. Aber Maps.me sagt links lang. Also Maps.me hat die Wege ein bisschen eingezeichnet. Wir vertrauen mal drauf. Jetzt fängt es an zu nieseln. Oh oh. So, die Tropfen werden dicker. Deswegen alle, die hier hochmarschieren, am besten so ein Drybag mitnehmen. Oder irgendwie eine Plastiktüte fürs Handy oder die Kamera. Maschine einfach immer geradeaus irgendwie. Ich weiß nicht, ob da hoch oder da lang. Schauen wir mal. So, diesen Geröllmist hier, den geht man einfach querfeldein. Man sieht auch links den Mini Adams Peak. Und wenn man den sieht, einfach den Berg hier so ein bisschen folgen, dem Hang. Ich denke, da vorne wird es irgendwo sein. Ja, da standen vorgestern irgendwo. Wie geht es dir? Boah, es ist so schwül. Ich bin so am Schwitzen. Boah. So, wenn man hier oben ist, sieht man hier vorne so einen Bergkamm. Der zieht sich bis nach da vorne. Da marschieren wir jetzt mal lang. Ganz wichtig, immer viel Wasser mitnehmen. Weil derzeit wird es doch schwüler hier. Ganz oben kann man auch schon Leute sehen. Linda sieht sie, ich sehe sie noch nicht. Siehst du sie nicht? Ich habe auch Dioptrien, ne? Da ist ein Baum und da ist ein Baum. Und dazwischen stehen ja, ganz oben. Da stehen irgendwo Leutchen. Vier Stück. Ja, oh, ist noch ein bisschen, ne? Aber macht Spaß. Macht Spaß. Wow. Also hier hat man einen Wahnsinnsausblick. Und wir sind noch nicht oben. Da geht's erst hoch. So, jetzt gab es eine Weggabelung. Da stand ein Guide unten, also ein wirklicher Guide, der auch mit Leuten gelaufen ist. Und zwar kann man einmal weiter geradeaus oder links abbiegen nach diesem Bergkamm. Und der linke, der soll so ein bisschen steiler sein auf jeden Fall. Sieht man auch. Er hat aber gesagt, nicht rutschig, sondern wirklich nur steil. Das ist okay. Steil finde ich okay. Da kann man Pausen machen. Rutschig ist nicht lustig. Rutschig ist nicht lustig. Dann let's go. So, der Guide wollte gerade, dass wir weiter geradeaus gehen in die Richtung. Wir sind jetzt links abgebogen und da soll man schon da sein. Deswegen, ja, das geht. So sieht's hier aus. Das also geht. Es ist halt steil. Ich filme mal hier runter. Es ist halt steil. Man sieht das nicht so gut. Es sind halt oft diese langen Felsen. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Es ist überhaupt nicht rutschig, schön fest. Aber festes Schuhmaterial ist trotzdem empfehlenswert. Ja, so das Schuhwerk ist jedem selbst überlassen. Also wir haben richtige Wanderboots an, aber die Einheimischen, die laufen alle in Flipflops hier hoch. Die haben auch nur Flipflops. Ja, aber die können damit umgehen. Halbe Strecke sind wir oben. Es ist doch schon ganz schön steil, aber das Coole ist, so ein bisschen treppenartig gemacht. Man kann sich überall abstützen an den ganzen Wurzeln, an den Steinen. Das ist ganz cool. So, wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Von einem steilen Pass aus dem Wald. Kommt man hier auf so einen dicken Weg. Ratet. Boah, es läuft. Es ist ein bisschen schwül und anstrengend auf jeden Fall da hoch zu kraxeln. Ohne Weinen. Das ist auch nicht schlecht. So, und hier ist ganz schön gefährlich. Hier geht's steil runter auf jeden Fall.
Kevin muss immer so ein bisschen übertreiben. Der kann einfach nicht genug Abenteuer bekommen. Weil Leute, das ist der Abgrund. Eine Stärkung, bevor es bergab geht. Kokoswasser, keine Milch, Wasser. Und? Super, aber wie die Grüne auch. Okay. So, insgesamt eine Stunde waren wir jetzt hier oben. Wir haben gerade die Kokosnuss noch ausgelöffelt. Und jetzt geht's wieder runter. Wer den kürzeren Weg wieder gehen möchte, den wir gekommen sind, diesen Stein, der geht einfach hier wieder runter. Das machen wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt den anderen Weg. Der ist zwar, ich würde sagen, dreimal so lang, aber dafür ist der nicht so steil. Und gerade auch wenn man hochgeht, also auf dem Weg hoch haben wir viele Pausen gemacht. Hätten wir hier wahrscheinlich nicht. Das sieht aus wie so ein schöner, ja, schöner Waldweg. Ja. Wie man den auch so kennt. So, nach 2 Minuten Laufen müssen wir rechts ab hier diesen Trampelpfad runter. Auch wenn der nicht so richtig als Trampelpfad kenntlich ist. Opa. Gar nicht so einfach zu filmen und hier zu laufen. Wenn man außenrum läuft, nicht die steile Strecke, dann ist das echt eigentlich ein Wanderweg. Also ja. Schwierigkeitsgrad. Ja, ja, null. Echt. Also hier ist wirklich nichts. Das ist halt wie so ein Waldspaziergang. Waldspaziergang, hier kannst du den Hund mitnehmen. Ja. Sonntag, Nachmittag, ja, sowas, ne? So, da hinten sind die falschen Guides. Also bevor man die Bahnhaltestelle erreicht, sprechen an die Leute, man solle hier runtergehen. Dass erstmal Kokolores ist. Wir haben das Glück, wir sehen jetzt einen Zug. Jetzt müssen wir schnell von den Gleisen hier runterspringen. Aber der hupt schon, also keine Sorge, der fährt einem nicht in die Hand. Wir haben alles abgehakt, was man abhaken muss bei dem Ausflug zum Ella Rock, weil jetzt gerade ja noch der Zug da war. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist ein Ausflug, der sich definitiv lohnt. Also vom Schwierigkeitsgrad her, also wenn es 5 geben würde, würde ich 2 geben, weil das schwüle Wetter einem so ein bisschen zu schaffen macht. Aber jetzt vom Schwierigkeitsgrad her ist eigentlich eher eine 1. Klar, das schwüle Wetter und so ist schon drückend, also Wasser nicht vergessen. Aber der Weg ist auch nicht ganz einfach, weil er halt wirklich überhaupt nicht ausgeschildert ist und es auch falsche Guides gibt und blöde Schilder, die einen total in die Irre führen. Deswegen verlinken wir euch mal in die Infobox alle wichtigen Details, die dann in unserem Blogbeitrag sind. Dann könnt ihr da mal genau nachschauen und gucken. Wir gehen jetzt ein lecker Curry essen. Ich würde noch empfehlen, dass man früh losläuft, weil dann sind kaum Leute oben. Also jetzt gerade wurde alles richtig schön voll. Und wenn man oben dann mit 1000 Leuten ist, macht auch keinen Spaß. Aber wenn man sich unsicher fühlt, dann kann man lieber später los, weil dann hat man immer Ansprechpartner, in welche Richtung geht's.